zum heutigen Ligaspiel. Begrüßen wir Sie herzlich. Liebe Zuschauer, hallo. Auch von mir ein Hallo nach Hause. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen den FC Porto. Liverpool muss heute eine Schippe drauflegen, wenn es anders laufen soll als bei der Auswärtsschlappe, als der Gegner Sporting Lissabon hieß. Ja, dieses 0:2, das war schon zumindest ein klein wenig alarmierend, aber ich glaube, sie haben das verarbeitet und heute ist da wieder mehr drin. Frontchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, das beherrschen sie richtig gut, da haben sie genau die richtigen Spieler, da stimmt die Physis, das Spielverständnis, aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst, aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Sie gehen es heute zunächst mal etwas defensiver an, oder Buschi? Das ist jetzt keine Mauertaktik. Immerhin sind ja auch zwei Stürmer auf dem Platz. Aber das Mittelfeld wird schon zurückgezogen agieren. An der Anfield Road haben sich natürlich schon unzählige legendäre Fußballspiele abgespielt. Nationale wie internationale Begegnungen. Ja, neben den Gruppen- und Finalspielen bei der Euro 1996 in England natürlich Liverpools triumphale Europapokal-Finalspiele 1973 gegen Borussia Mönchengladbach und 1976 gegen den FC Brügge. Thank you, Anfield. Enjoy Liverpool, Anfield Road und mittendrin ein Deutscher, Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchsstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen, aber wir halten fest, Kloppo und die Reds, das passt. Austin Bailiff ist der Schiedsrichter dieses Spiels. Abwehr hat aufgepasst. Aboubakar. Brahimi. Wird das eine Torchance? Toller Pass. Jetzt vielleicht. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Die Chance. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Oh, und jetzt haben sie den Ball erstmal wieder. Ja, Alu-Treffer, Zentimeter haben gefehlt. Mohamed Salah. Der Hut und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Da geht er dazwischen. Lovren. Klein. Und da ist der Ball wieder weg. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Henderson. Klasse Aktion. Ball ist weg.
Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Aboubakar. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Szene ist noch nicht vorbei. Reinaldo. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist die Hereingabe. Da passt er auf und hat den Ball. Oliveira. Super dazwischen gegangen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Aboubakar. Jetzt kann er flanken. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Daniel Pereira. Wird's jetzt gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Emre Can. Das war einfach. Und er hat den Ball. Brahimi. Die Defensive steht. Mohamed Salah. Jetzt wird's gefährlich. Er versucht. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und schon ist der Ball weg. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. 45 Minuten sind rum und wir haben hier zwei ausgeglichene Teams gesehen, Buschi. Ja, kann man so sagen, der Spielstand spiegelt das auch wieder. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Flanke bleibt hängen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Aboubakar. Brahimi. Pereira. Henderson. Jetzt schöne Aktion. Jetzt vielleicht. Starke Parade. Der Trainer wird wechseln. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt die Flanke. Und direkt zurückgespielt. Da ist die Flanke. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Pereira. Spiel läuft im Moment an ihm vorbei, aber er kämpft. Er will jetzt den Ball. Und er gewinnt den Zweikampf. Sie bekommen den Einwurf. Lovren. Henderson. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken. Das passt.
Genau so musst du das hier spielen. Plötzlich hat er die 1 gegen 1 Situation und die lässt er sich dann natürlich nicht mehr nehmen. Und für den Keeper ist hier gar nichts zu machen. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Alberto Moreno ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wird das eine Torchance? Da holt er den Ball zurück. Adam Lallana jetzt. Sehr guter Einsatz. Anderson. Er spielt den Pass auf den Flügel. Felipe. Brahimi. Daniel Pereira. Das könnte gefährlich werden. Anderson. Das sieht vielversprechend aus. Macht er ihn! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Da kommt die Flanke. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Anderson. Daniel Pereira. Nun Lallana. Anderson. Wijnaldum. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Hereingabe. Guter Pass. Ein Ausgleich, mit dem ich nicht mehr gerechnet hätte. Da bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht, Wolf. Das ist total überraschend. Schon verrückt. Da sieht man sie über weite Strecken nicht im gegnerischen Strafraum und dann machen sie doch das Tor. Jetzt darf der Gegner nicht in Panik verfallen. Die sind hier das bessere Team und sind ja immer noch vorn. Liverpool mit dem Wechsel. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Pereira. Daniel Pereira. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Aboubakar. Oh, ganz starke Aktion. Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper. Das Spiel weiter offen. Unglaublich. Die Partie ist eng bis hierhin. Zumindest ein Trainer will jetzt wohl ein bisschen ins Risiko gehen. Ja, bringt einen weiteren Stürmer und ich bin gespannt, ob das Risiko belohnt wird. Ecke kommt rein. Szene ist noch nicht vorbei. Ball draußen gibt Ecke. Oh, jetzt möchte ich nicht in der Haut seiner Spieler stecken. Jürgen Klopp kocht, ist stinksauer. Was für eine Chance. Aus seiner Sicht hätte das die Führung sein müssen. Jetzt die Ecke. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Den klärt er. Pereira. Ball kommt rein. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Und jetzt die Chance. Das macht er stark. Oh.
ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Jetzt die Gelegenheit. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Eine Dramatik hier. Das ist der Treffer zur Führung und wahrscheinlich auch zum Sieg. Sogar sehr wahrscheinlich. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sie diese Führung jetzt noch verspielen. Die Entscheidung, Buschi. Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Weniger Torschüsse, trotzdem gewonnen. Sie waren eiskalt und haben ihre Chancen einfach besser genutzt. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.